Hallo und herzlich willkommen heute zu Nikolaus, zu meinem Corona-Update der Zahlen in Österreich zu Corona. Jetzt und hier, heute am Sonntag, den 6.12.2020. Also, wir haben noch immer 49.292 Erkrankte in Österreich, in ganz Österreich. 49.292. Das heißt, gemeldete Fälle gibt es in Österreich bis jetzt. Auch die wieder Genesenen zielen da dazu. 357. Dann Todesfälle insgesamt 3840. Insgesamt genesen sind 200.052,765. Hospitalisiert sind 3.802. Intensivstationspflichtig sind 632. Insgesamt getestet in ganz Österreich über 3.200.000 und ein paar zerquetschte. Und Todesfälle in Niederösterreich 578. Hospitalisiert 527. Intensivstationspflichtig 91. Die Massentests sollen jetzt bis August spätestens jedes Monat wiederholt werden, was eine irrsinnige Kapazität an Menschen braucht, weil man kann sich ja jederzeit mit Corona anstecken. Und die Menschen sollen sich nicht fühlen, es werden sie geimpft gegen Corona, wenn sie bei den Massentestungen waren. Deswegen wollen sie die Massentestungen nicht nur einmal, sondern insgesamt bis August einmal im Monat in ganz Österreich machen. Bei uns sind die Massentests in Niederösterreich in nächstes Wochenende. In Wien und in Südtirol und ich glaube auch im Burgenland waren sie bereits. Aber das sind viel weniger Personen, außer in Wien, aber da gab es auch Chaos, weil die IT-Geräte nicht funktionierten. Aber da es keine richtige Datenbank gibt, wo Altersname und Altersgruppe, Name und Geburtsdatum verglichen werden, mussten die alles mit Hand ausfüllen und die Leute dann per SMS oder Anruf verständigen, weil die IT-Geräte nicht funktioniert.
Bei uns sieht es sogar so aus, dass bei uns zivile Leute testen, weil sich keine vom Land gestellten Menschen gefunden haben, die diese Ausbildung haben für diese Testungen. Also diesen Rachen- oder Nasenabstrich abnehmen, das sind bei uns zivile Menschen. Soweit ich weiß, ich kann nicht hundertprozentig bestätigen, dass das so ist, aber soweit ich weiß, sind das zivile Personen. Ob man, also die Massentestungen einmal im Monat, 8 Monate aufrechtzuerhalten, würde dem Staat deutlich weniger kosten als ein dritter Lockdown. Ob der dritte Lockdown aber bei diesen Ansteckungszahlen und bei jetzt wieder offenen Geschäften ab Montag verhindert werden kann, kann noch keiner sagen. Ab Montag, also ab morgen, sind wieder alle Geschäfte offen, außer Cafés und Bars. Hotels und Skigebiete machen erst, also Hotels und Skigebiete machen erst im Januar auf. Bars und Cafés auch wahrscheinlich auch erst im Januar oder erst später. Da gibt es noch keine genaue Aussage. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es keinen dritten Lockdown gibt. Aber bei 49.292 Personen ist es halt unwahrscheinlich, dass es so bleibt und es weiter sinkt, wenn jetzt wieder alle Geschäfte aufsperren. Alle Geschäfte über 10 Quadratmeter. Ja. Das war meine Corona-Info am 6. Dezember 2020. Ciao, eure Ines.